Hallo ihr Lieben, ich bin's nochmal, die Tine. Na, alles gut bei euch? Ja, ich hoffe, euch haben die letzten Videos so einigermaßen oder gut befallen. Ja, da fängst du wieder an, ich bin noch müde, nein. Gut gefallen und ihr wart soweit, es ging zufrieden mit den Videos. Und ja, ich habe mir jetzt wieder überlegt, ich hätte gerne wieder ein Frage-Antwort-Video und zwar, indem ihr eure Fragen, egal was, jetzt zu privat vielleicht auch nicht, also ihr wisst schon, wie ich das meine, in diesem Video in die Kommentare haut, ne, so, also stellt mir irgendwelche Fragen, keine Ahnung, haut irgendwas raus, stellt es in die Kommentare unter diesem Video. Ne? Könnt ihr alles in die Kommentare schreiben. In dem nächsten Video liest Max mir dann die Fragen vor oder irgendjemand anders, muss halt gucken, wer gerade da ist, so zur Hand. Oder ich mache es alleine und beantworte euch diese Fragen. Das ist jetzt meine nächste Videoidee. Würde mich wieder über viele Fragen freuen, die ich beantworten kann. Ich hoffe, dass es euch auch nicht zu langweilig. Und natürlich auch weiterhin Vorschläge machen. Ich versuche, es geht umzusetzen. Ich weiß, ihr wartet immer noch auf die Parodie. Ihr kennt mich, ne? Kommt zu nichts. Die Kamera ist leider, ist der Akku ein bisschen leer. Die muss ich nämlich gleich erstmal anschließen. Ja. Was haltet ihr von den Mazda-Videos? Wie fandet ihr die Reihe? Ich meine, ich kann euch sonst ja auch mal meine Autos noch vorstellen und so weiter und so fort. Das sind alles schon Vorschläge, die ich hier gehört habe. Ihr habt mir schon viele Tipps und Ratschläge gegeben, die ich auf jeden Fall noch umsetzen möchte. Ja, mein Drucker spinnt gerade ein bisschen rum. Der druckt mich aus. Ich weiß auch nicht, was damit verkehrt ist. Da muss man sich erstmal drum kümmern. Riecht mich schon wieder auf. Ja, ich hoffe, bei euch ist alles gut. Und ja, ich wollte mich auch nochmal bei euch bedanken dafür, dass ihr mich so unterstützt, beziehungsweise immer so positiv zu mir seid, nett und auch, ich kriege ja auch nie böse Kommentare, selten wirklich oder wenn, dann sehe ich es auch nicht, immer lieb zu mir seid, weiterhin meine Videos guckt, ich finde das echt gut. Ihr seid toll, ne? Ein herzliches Dankeschön dafür auf jeden Fall und hoffentlich bleibt es weiter so, dass wir eventuell auch bald die 3000 Abonnenten knacken. Wir haben jetzt die 2500 geknackt und wir wollen ja, dass es weiter nach oben geht. Ich hatte auch geplant, nächstes Jahr, wann ich mal frei habe und der Stress so jetzt nach der Weihnachtszeit und nach dem ganzen Kram, was jetzt alles kommt, eventuell ein eigenes Community-Treffen zu machen. Ich weiß, dass viele von Max sind Leute, aber viele Max-Zuschauer sind ja auch meine Zuschauer und natürlich dann auch mit Max zusammen, aber vielleicht habt ihr da ja Bock drauf. Auch haut da was in die Kommentare dazu rein, ob ihr da vielleicht mal Lust zu hättet. Ein Community-Treffen aller Gurkentine, wollte ich gerade sagen, aller Turbotine. Oder ob das jetzt nicht so euer Ding ist und ihr sagt, nee, wir wohnen eh alle viel zu weit weg und es lohnt sich nicht und blablablablub. Wäre für mich auf jeden Fall eine Idee, was ich auf jeden Fall nochmal vorschlagen würde und gerne machen möchte. Eventuell auch mit Grillen oder irgendwas anderem. Man kann ja gucken, was man gemeinsam unternimmt. Und davon natürlich auch ein Video macht. Und ja, das sind so meine Vorschläge auf jeden Fall fürs nächste Jahr. So, ne? Wenn es wieder ein bisschen wärmer ist, nicht mehr so kalt ist, dann würde ich das gerne machen. Ja, wie gesagt, danke für alles an euch. Und wir hoffen doch mal, dass es weiter bergauf geht und nicht bergab. Und ja, wie gesagt, haut eure Fragen bitte in die Kommentare, in diesem Video in die Kommentare, wie gesagt. Ich beantworte sie dann im nächsten Video und dann hört ihr wieder von mir. Ich danke euch auf jeden Fall und freue mich, von euch zu hören. Tschüss! Und Daumen nach oben nicht vergessen, ne? Dann wird man euch loben. Tschüssi!